Ho, 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 liebe Füchse-Familie. Herzlich willkommen zur Weihnachts-Sondersendung, die uns präsentiert wird von der Berliner Sparkasse, dem Freunden der Jungfüchse. Und natürlich, bevor es losgeht, begrüße ich, wie kann es anders sein, meine Küchenhilfe, Fuxi. Herzlich willkommen. Fuxi hat mir natürlich eine Gans mitgebracht, die er sich zu Weihnachten wünscht. Wahrscheinlich werden viele denken, die ganze Gans. Ich meine, Fuxi ist Profi im Gänseessen. Aber vielleicht haben viele von euch doch ein bisschen Sorge, an die Gans ranzugehen. Ich möchte euch heute zeigen, dass es wirklich nicht schwer ist. Fuxi, du bist bereit? Dann gehen wir mal kurz durch, was wir brauchen. Wir brauchen eine große Schüssel, eine Flasche 0,5 Liter. Dazu erzähle ich euch noch was. Und an Zutaten haben wir eine Gans. Falls ihr noch Bedenken haben solltet, wo kriege ich jetzt noch eine frische Gans her? Ich denke wirklich, es ist relativ entspannt dieses Jahr. Dadurch, dass viele Gastronomen ihre Gänse, die bestellt sind, nicht abrufen können, weil die Restaurants geschlossen sind, sind viele lokale Bauern aus Brandenburg durchaus in der Lage, euch noch kurzfristig mit frischen Gänsen zu versorgen. Des Weiteren haben wir frische Kräuter, Majoran, Thymian, Petersilie, Beifuß. Beifuß ist da, um ein bisschen den Geschmack des Fettes zu nehmen. Zwiebeln, Äpfel, die Maronen, etwas Rapsöl und Salz. Bereit? Hier haben wir eine küchenfertige Gans. In der Regel sind die Innereien hier verpackt. Küchenfertig heißt, dass ihr immer noch mal in die Gans reingucken müsst, weil da wird es in der Regel noch ein paar Sachen geben. Wir haben hier den sogenannten Flum, das können wir rausschneiden. Ansonsten seht ihr, gibt es hier immer noch die Lunge, es sind noch die Nierchen da. Das macht sich am besten mit einem Küchenkrepp. Küchenkrepp deshalb, weil das natürlich alles ein bisschen glitschig ist da drin. Dann haben wir das schön sauber. Es ist nichts weiter drin. Kleinen Cut, ich muss mir einmal die Hände waschen. Fuxi, mein lieber Freund, die ist doch noch nicht fertig. Die Gans hat Flügel, die brauchen wir nicht. Also da ist auch kein Fleisch dran. Setzen wir einmal an, schlagen ordentlich zu. So, die Flügel haben wir nun gestutzt. Dann nehmen wir uns den Bürzel weg. Die Gans ist jetzt bereit, um gefüllt zu werden. So, Fuchse, mein Lieber. Die Äpfel mit Strunk und den dazugehörigen Kern schneiden. Das gibt dann alles noch ein bisschen Geschmack ab. Ich mache immer gerne 2 Drittel Apfel und 1 Drittel Zwiebel. Die Zwiebel und die Äpfel mal in die große Schüssel rein, bitte. Sehr gut. Alle. Die frischen Kräuter dazu und wir brechen die vielleicht einmal durch. Beifuß, den Thymian und Petersilie. Eine Handvoll Maronen und 2, 3 gute Prisen Salz. Einmal schön alles durchmengen, bitte. Dann haben wir unsere Füllung fertig. So, Fuxi. Nun nehmen wir unsere Gans und füllen die erstmal mit unseren leckeren Zutaten. Und nun, liebe Füchsefreunde, kommt das Geheimnis der Flasche. Die Schenkel brauchen immer ein bisschen länger beim Garen, hingegen die Brüste ein bisschen weniger brauchen. Die sollen ja schön saftig bleiben. Wenn wir jetzt die Flasche mit dem Flaschenhals voraus zum Hals der Gans machen und hier mit reinstecken, dann verteilt sich in der Gans die Hitze ganz wunderbar, sodass wir wirklich eine gleichmäßige Hitzeverteilung in der Gans haben und unsere Gänsebrust daher nicht zu trocken wird. So, was wir jetzt noch zu tun haben, ist die Haut von außen salzen. Ich nehme dafür immer gerne auch ein bisschen Rapsöl. Das massieren wir erstmal in die Haut ein. Reiben wir das schön ein und ihr merkt gleich, wie das Salz viel besser haften bleibt. Ein bisschen Wasser, gute Tasse. Drehen jetzt die Gans auf die Brustseite. Das hat einfach den Vorteil, dass uns die Brust jetzt nicht anbackt. Also 150 Grad vorheizen, 3 Stunden lang und dann ab in den Ofen, oder, Fuxi? Und nun haben wir ja ein bisschen Zeit. Machen wir doch mal Rotkohl selber, oder? Und auch das, werdet ihr sehen, ist relativ einfach. Was wir dazu brauchen, ist ein Kopf Rotkohl, ein bisschen Salz, Zucker, Butter, ich nehme immer ganz gerne Cranberries und Walnüsse, Zwiebeln, Lebkuchengewürz, ein bisschen Balsamessig, Cranberry-Saft und ein Lorbeerblatt. Als Equipment reicht ein einfacher Topf mit einem Deckel. Den Rotkohl werden wir zuerst einmal
Viertel. Die äußeren Blätter können wir abnehmen. Dann schneiden wir den Strunk weg und schneiden ihn dann in feine Streifen. Man kann die natürlich auch gerne raspeln. So, here we go. Einen großen Topf. Butter. Erhitzen die ein wenig. Geben dann Zucker dazu. Warten, bis er eine leicht hellbraune Farbe kriegt. Einen schönen Karamellgeschmack. Sehr weihnachtlich. Rotkohlstreifen dazu. Butter, Zucker und Rotkohl vermengen. Löschen dann mit ein wenig Balsamico ab, damit wir einen schönen Gegenpart zum Zucker haben. Boah, das riecht schon gut, oder Fuchsi? Zwei Lorbeerblätter, Salz, ein paar Zwiebeln. Als nächstes packen wir noch die Cranberries dazu. Drehen nochmal die Hitze hoch und löschen es mit unserem Cranberry-Saft ab. Deckel drauf und für 20 Minuten einkochen lassen. Zwischendurch immer mal ein bisschen umrühren. Und du machst sauber und ich gehe einen Kaffee trinken, okay? Bis später. Fuchsi, du fleißiger Helfer. Schnell noch unsere Walnüsse dazu. Lebkuchengewürz. Also wenn jetzt nicht Weihnachten ist und fertig ist unser Rotkohl. Fuchsi, ich gehe die Gans holen. Ullala. Schau dir das mal an. Oh, herrlich. Unsere Gans ist wunderbar knusprig goldbraun geworden. So, nun wollen wir es natürlich auch schön präsentieren. Rotkohl dazu und dann kann Weihnachten kommen. Wir wünschen euch guten Appetit. Fuchse und ich haben uns sehr gefreut, dass ihr uns wieder gefolgt seid zu dieser Weihnachtsedition und nochmal vielen Dank an die Berliner Sparkasse für die Unterstützung.